Moinsen, zu einer neuen Folge von Undertale. Letztes Mal haben wir ja unsere schöne Spinnenkönigin hier besichtigt. Ja, ich bin geizig, weil ich den Spinnennetzen eben nicht gegeben habe. Hallo. Da bist du ja, Liebling. Du bist in meiner Stube immer willkommen. Zeig dich einfach von deiner besten Seite. Uhehe. Ja, mach ich. Das ist ein Poster von Maddens Kommentarauftritt. Die tragische Geschichte zweier Liebenden, die von Schicksal getrennt wurden. Scheint, als würde der Auftritt gleich beginnen. Ich muss sagen, ich nehme jetzt ja mehrere Folgen hintereinander auf und falls ich irgendwie Leseschwierigkeiten habe, dann kommt das nur daran, dass es früh um 4 ist. An Freitag. Und ich einfach nur irgendwie so denke, ich habe Bock aufzunehmen, aber ich muss heute mal ein bisschen früher ins Bett, weil ich die letzten Tage vor früh um 9 ins Bett bin. Oh, dieser Mensch. Kann das sein? Mein einzige wahre Liebe. Schwimmen jetzt hier Romeo und Julia nach, oder was? Oh, meine Liebe. Bitte renne weg. Der Monsterherrscher braucht dich nicht. Menschen stören unser Licht. Durchlauchtes Empör will Herzen zerstören. Doch dein Weg hören, weghören macht Dungeons Pflicht. Und unter Empören stirbst du Wicht. Man wird dich zerstören, die Fassade bricht. Hört, 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 Gnade kennt man nicht. Soll ich immer zu quetschen oder was? So traurig. Ha. Es ist so traurig, dass du in den Dungeon gehst. Dass du in den Dungeon gehst. Also, leb wohl. Oh nein, was soll ich nur tun? Meine Liebe wurde in den Kerker gesperrt. Ein Kerker mit einem Rätsel, das so bizarr, bösartig ist, dass mein Geliebter sicher umkommen wird. Oh, ja, stehe ihm bei dem flüchtlingfarbigen Kachellabyrinth. Jede farbige Kachel hat ihre eigene Flüchtlingfunktion. Zum Beispiel bedeutet eine grüne aktivierte Kachel, dass Monster bekämpft werden müssen. Rote Kacheln, nun, warte eine Sekunde. Haben wir das Rätsel nicht schon ungefähr hunderte Räume gesehen? Es stimmt. Du erinnerst dich doch noch an alle Regeln, oder? Ja. Großartig. Dann will ich deine Zeit nicht mit Wiederholung verschwenden. Oh, und du bleibst, beeilst dich besser. Falls du es nämlich nicht in 30 Sekunden schaffen solltest, wirst du von den Flammen eingeäschert werden. Mein armer Liebster, ich bin so voller Kummer, ich kann nicht aufhören zu lachen. Was? Viel Glück, Schnucki. Musst du fallen. Ich kenne die Regeln noch übelst nicht. Oh, es tut mir so leid. Sieht so aus, als hättest du keine Zeit mehr. Da kommen die Flammen, Schnucki. Sie kommen näher. Noch näher, oh nein. Gleich ist es soweit. Mechanisches Hüsteln. Also. Pass auf, ich werde dich retten. Ich hacke mich jetzt in die Firewall. Oh nein, wie konnte das passieren?
Erneut ein vereitelter Plan durch die genialen Dr. Alphys. Die beiden arbeiten noch irgendwie zusammen. Das ist richtig. Komm schon, Metaton, gib endlich auf. Du wirst uns nie besiegen können, solange wir zusammenarbeiten. Dein Rätsel ist vorbei. Nun geh nach Hause und lass uns in Ruhe. Rätsel vorbei? Alphons Liebling, wovon redest du? Liebling, wovon redest du? Hast du vergessen, wofür die grünen Kacheln stehen? Sie machen ein Geräusch, dann musst du ein Monster bekämpfen. Nun, Liebling, dieses Monster bin ich. Brüllen. Du schreist, nichts passiert. Das ist es, Schnuggi. Sag Adieu. Ist das dein Handy? Du gehst besser ran. Hey, das sieht übel aus, aber keine Sorge. Es gibt eine letzte Sache, die ich auf dem Handy installiert habe. Siehst du diesen gelben Knopf? Ja. Geh in die Tastenmenü deines Handys und drücke den Knopf. Tastenmenü des Handys leuchtet. Gelb. Du drückst den gelben Knopf. Das Handy reagiert auf Metas Präsenz. Das ist es, Schnucki. Sag Adieu. Drück jetzt Z. Oh, du hast mich besiegt. Wie kann das sein? Du bist viel zu stark, etc. Auf Nimmerwiedersehen. Ring. Sieht so aus, als hättest du ihn besiegt. Du hast dich wirklich gut geschlagen. Alles dank dir. Was? Oh nein, ich meine, du warst derjenige, der alles gemacht hat. Ich habe nicht ein paar blöde Programme für dein Handy programmiert. Hey, das mag sich seltsam anhören, aber kann ich dich etwas fragen? Bevor ich dich traf, habe ich mich nicht wirklich besonders gemocht. Ich habe mich lange wie eine totale Versagung gefühlt. Als könnte ich nichts auf diese Reihe kriegen, ohne irgendjemanden zu vernachlässigen. Aber dich zu leiten hat mich wieder besser fühlen lassen. Also danke, dass du mich helfen lassen hast. Hast lassen. So. Wie auch immer, wir sind fast am Chor. Er kommt gleich nach der MTT-Zuflucht. Komm schon, bringen wir es zu Ende. Ach ne, bei dir gibt's ja bloß Nice Eis, wa? Was? Ich bin richtig zufrieden. Eiscreme verändert wirklich die Welt. Okay, also was ich raus interpretiert habe, ist lol. Ach ja, dann bin ich runtergefallen von der. Ah, gut. Nice Cream ist komplett ausverkauft. Was bist du? Oh, hey. Wir verschieben die Sache mit den Töten auf ein anderes Mal. Aber sage und jene nichts und so, ja? Er sieht glücklich aus. Okay. Was machst denn du hier? Hey, erinnerst du dich an mich, meinen Namen? Erinnerst du dich? Ja. Was? Du erinnerst dich? Wie konnte ich so einfach besiegt werden? Na klar. Ich erinnere mich daran, dass du dich erinnert hast. Na klar, du hieß doch irgendwas mit Hitzkopf. Oder irre ich mich? Du hieß doch irgendwie was mit Hitzkopf, oder? Ach, das ist ja wirklich weg, Leute. Dann nehmen wir ihn jetzt auf. 9 Minuten. Okay, komm, dann gehen wir weiter. Obwohl, ich will jetzt nochmal kurz speichern. Wisst ihr was, wir verschwenden jetzt mal die Folge, um wieder ein bisschen was einzukaufen. Und zwar mehr von dem Du-Eis. Wir gehen nicht nochmal nach Soden. Weil das Du-Eis finde ich Du-Nice.
Das war so ein dämlicher Wortwitz gerade von mir. Das Du, Eis finde ich du und Eis. Ja, genau. Snowden, bitte. Ich könnte mich gerade selber schlagen. Oh. Bonanza. Bonanza ist so toll. Bonanza. Kennt jemand von euch, von Otto Walkes, den Schwamm drüber bloß? Jesus lief nicht über den See. Nein, er schwamm drüber. Hast du, nee, steht der Joghurt zu lang im, wie war's? In der Sonne wächst ein Schwamm drüber. Das ist so richtig schön bekloppt. Ich weiß nicht, wie ich gerade drauf komme. Du Eis, du Eis, du Eis, du Eis, Eis, du Eis. Du trägst zu viel mit dir. Okay. Item, Handy, Kammapfel. Kaufen. Du hast. Gehen. Auf Wiedersehen. Handy, dimensionale Box, Kammapfel. Und den lassen wir noch, weil die Dinger füllen komplett voll und so ein Du-Eis. Ich finde das so genial. So ein Du-Eis. Weil, wenn man es mal so sieht, es heilt zwar nicht komplett voll, man muss zwei Runden dafür opfern, dass man sozusagen 10 HP wieder kriegt. Also, wenn wir dann die kämpferische Seite machen, wird das nicht so gut sehen. Hotland, bitte. Weil. Ja, jetzt kommt hier wieder. Dim-dim-dim-dim-dim Bonanza. Dim-dim-dim-dim-dim-dim Bonanza ist ja toll. Dim-dim-dim-dim-dim Bonanza. Dim-dim-dim-dim-dim. Was ist dein Spiel, das man mit einem Hund spielen kann? Ich frage für einen Freund. Dim-dim-dim-dim-dim Bonanza. Dim-dim-dim-dim-dim Bonanza ist ja toll. Nee, aber in der Situation jetzt, wo ich jetzt bin, ist einfach nur großartig. Weil es heilt mein Leben zur Hälfte voll und weil ich immer ich eher sicher gehen will, also sozusagen, wenn ich 8 Leben habe, will ich nicht unbedingt. Dann, ja. Welche Etage? Rechts 3, bitte. Dankeschön. Hey, ich hab gehört, du besuchst den Chor. Möchtest du vorher mit mir etwas essen gehen? Ja, klar. Wunderbar, danke, dass du mich versorgst. Hier drüben, ich kenne eine Abkürzung. Nun, da wären wir. Also, deine Reise ist fast vorbei, wie? Du musst wirklich nach Hause wollen. Hey, ich kenne das Gefühl, Kumpel. Dennoch, manchmal ist es besser, bei denen zu bleiben, was man dir gibt. Hier unten hast du Essen, Trinken, Freunde. Ist das, was du tun musst? Wirklich die ganze Sache wert? Ach, vergiss es. Ich zähle auf dich, Kind. Hey, lass mich dir eine Geschichte erzählen. Ich bin ein Wachmann im Snowden-Wald, richtig? Ich halte Ausschau nach Menschen. Es ist langweilig. Doch glücklicherweise gibt es tief im Wald eine riesige verschlossene Tür. Das ist perfekt, um Klopf-Klopf-Witze zu üben. Eines Tages haue ich sie wieder wie üblich heraus. Ich klopfe auf die Tür und sage Klopf-Klopf. Und plötzlich von der anderen Seite der Tür höre ich die Stimme einer Frau. Wer ist da? Also sage ich wie gewohnt, Feuer. Feuerwehr? Wo brennt es? Dann bricht sie in Gelächter aus. Als wäre es der beste Witz, den sie in den letzten Jahren hörte. Also mache ich einfach weiter und sie lacht weiterhin. Sie ist das beste Publikum, das ich jemals hatte. Doch, nach einem Dutzend Witze klopft sie an die Tür. Klopf, klopf. Ich sagte, wer ist da? Disco. Disco wer? Disconnette. Ne, Disconnect. Wow.
Ich brauche wohl kaum zu sagen, dass diese Frau extrem gut war. Wir haben uns gegenseitig für Stunden Witze erzählt. Irgendwann musste ich dann gehen. Papyrus wird ohne seine guten Nachtgeschichten recht launisch. Aber sie erzählt mir, ich soll wieder vorbeikommen. Und das tat ich. Und dann wieder, und dann wieder. Es hat jetzt System. Wir erzählen uns schlechte Witze durch die Tür. Und es ist super. Eines Tages fiel mir dann jedoch auf, dass sie kaum lachte. Also fragte ich sie, was denn los sei. Dann erzählte sie mir etwas Seltsames. Wenn jemals ein Mensch durch die Tür kommen sollte, kannst du mir bitte etwas versprechen? Pass auf ihn auf und beschütze ihn. Eigentlich hasste ich es, etwas zu versprechen. Und diese Frau, ich kenne noch nicht mal ihren Namen. Aber jemand, der schlechte Witze über alles liebt, hat eine Rechtschaffenheit, bei der man nicht Nein sagen kann. Verstehst du, was ich damit sagen möchte? Das Versprechen, das ich ihr gegeben habe. Weißt du, was passiert wäre, wenn sie nichts gesagt hätte? Kumpel? Du wärst zu dem Zeitpunkt bereits tot. Hey, bleib locker, Kumpel. Ich mach nur Witze. Außerdem habe ich mich bei deinem Schutz nicht gut geschlagen. Ich meine, sieh dich nur an. Du bist nicht einmal gestorben. Hey, was soll dieser Blick denn bedeuten? Liege ich falsch? Naja. Hä? Nun, das ist alles. Pass auf dich auf, Kind. Denn jemand sorgt sich wirklich um dich. Eine Fernsehsendung mit Matten. Mit Totten. Früher haben wir Labyrinthe und Rätsel erschaffen, um Angriffe zu vereiteln. Aber jetzt ist es eher eine schlimme Tradition, kurvig und verwirrend zu bauen. Du kannst keine 2 Meter laufen, ohne von Kopf bis Fuß in Rätseln zu stecken. Ja, das stimmt. Ich bin hier der Comedian! Ich bin sehr witzig, die Leute lachen über meine Witze. Aber mein Sohn, er wollte genau wie sein Vater ein Comedian werden. Aber seine Witze sind nicht witzig. Er macht furchtbare Wortwitze, er beschämt unsere Familie. Das ist nicht witzig. Seit seine Mutter starb, konnte er einfach nicht mehr zu Hause leben. Also ist er weggerannt. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Ich bin ein furchtbarer Vater. Das ist nicht witzig. Ich arbeite hier im Chor. Das Innere ist ein Labyrinth aus tauschbaren Teilen. Das bedeutet, wir können die Räume anordnen, wie es uns gefällt. Junge, heute war ein toller Tag. Ich liebe Rätsel. Das ist schön für dich. Ach, Sans. Ich wusste, dass da noch irgendwas dahinter steckt. Was bist denn du? Als ich hier ankam, stellte ich fest, dass ich nicht reserviert hatte. Aber ich wollte mir nichts anmerken lassen, also ging ich weiter. Jetzt bin ich hier nur dabei, Tau von diesem Benjamin zu essen. Benjamin Button. Es ist eine Ruhmeswand voller Zitate und Fotos Besucher Promis. Für das Essen sterbe ich. Hinreißendes Stil und Duft. Mein Gesicht schmeckt toll. Das ist alles von Matt Tatton. Oh Gott. Ein Aufgebot an Benjamin. Benjamini. Keine Ahnung. Buchsbaum. So. Ein Fernsehsendung mit Tatton. Der hat so viele T's drin. Wie man oft 19 Minuten. Hallo. Blub, blub. Sie müssen einen Tisch reservieren, um hier zu essen. Sie müssen Ihren Stuhl, Ihre Silberbesteck, Ihr Essen, Ihr... Blub, blub. Ja, müssen wir alles selber mitbringen.
Hey, er meinte, wir sind fast fertig. Scheiß drauf, ich nehme jetzt noch ein bisschen was auf. Dann bis zur neuen Folge, von der nächsten Folge. Schön, dass ihr zugeschaut habt bei dieser Folge. Bis zur nächsten Folge, macht's gut. Ciao. So war's richtig.